Zu die nächste Frage stellt die Abgeordnete Wimmer. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich möchte nochmals auf den Grundwehrdienst zurückkommen, der ja praktisch die Basis ist für die personelle Ausstattung des Bundesheers. Ist mit der derzeitigen Ausgestaltung des Grundwehrdienstes das Fundament für ein wehrfähiges, neutrales Österreich gewährleistet, auch damit verbunden natürlich mit dem Milizdienst? Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich glaube, die wichtigste, und ich habe es bei einer vorigen Frage schon angesprochen, die wichtigste Entscheidung, die die Österreicherinnen und Österreicher getroffen haben, war im Jahr 2013 für die Wehrpflicht, die es uns ermöglicht, eben das, was andere Armeen jetzt wieder zurückführen wollen, die Basis, wie Sie es richtig angesprochen haben, zu liefern für unser österreichisches Bundesheer. Dass wir immer besser werden müssen, dass wir diese 6 Monate, die wir zur Verfügung haben müssen, nützen müssen, um sinnvolle Tätigkeiten zu machen, dass es hier sehr viel an Verantwortung auch der ausbildungsverantwortlichen Unteroffiziere und Offiziere gibt, die das großartig machen, das steht außer Frage. Wir haben es gemeinsam geschafft, diese 6 Monate zu entlasten von den zahlreichen Assistenzaufgaben, die wir insbesondere auch im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der Grenze haben, sodass wir das wirklich in diese Richtung nützen können. Was die Miliz anbelangt, wir sehen die ersten positiven Zahlen schon, wie bereits angesprochen. Wir haben sehr viele neue Modelle ins Leben geschaffen, Miliz zum Beispiel. Wir haben jetzt auch dem Parlament zugeleiteten Wehrrechtsänderungsgesetz, wo wir sehr vieles auch an positiven Maßnahmen im Milizbereich setzen werden, wie zum Beispiel eben den Bildungscheck. Das heißt, selbstverständlich, das ist unsere Aufgabe, dass wir das tun, so wie Sie es angesprochen haben. Und jetzt schon ein ganz großes Dankeschön an diejenigen, die sich für das österreichische Bundesheer entscheiden, wenn es dann einmal soweit ist, bei der Stellung. Zusatzfrage.